Wir befinden uns hier in Stuttgart, in Nähe vom Uferpalast. Und ich habe von Freunden mitbekommen, dass es hier einen lauten Knall gegeben hat. Ich war auch hier in der Nähe, bin dann mit meinem Kumpel hierher gefahren und dann haben wir gesehen, dass sehr viele Rettungswagen und sehr viel Polizei hier schon alles abgesperrt haben, schon gerade die Straße hier hoch beim Uferpalast. Haben uns gefragt, dass da irgendwas Schlimmes passieren sein musste. Und dann sind wir hierher und haben wir einen sehr demolierten Twingo, ist es glaube ich, was? Und ein Jaguar F-Type, sehr hohem Schaden, sieht echt schlimm aus. Gestern Abend gegen 11:30 kam es im Stuttgarter Norden zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein weißer Jaguar mit einem 20-jährigen Fahrer sowie einem 18-jährigen Beifahrer fuhr auf der Rosensteinstraße in Richtung Nordbahnhof, kam dann auf Höhe eines Gebäudekomplexes nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Fahrbahn, überfuhr einen Grünstreifen und direkt in eine Parkplatzausfahrt. Aus dieser Parkplatzausfahrt fuhr gerade ein Kleinwagen aus, der mit einem 25-jährigen Fahrer und seiner 22-jährigen Beifahrerin besetzt war. Der Jaguar erfasste das Auto in der Beifahrerseite frontal und hat es gegen einen Baum geschleudert. Im Anschluss ist der Jaguar in das nebenstehende Gebäude gefahren. Die Folgen waren, dass die beiden Insassen des Kleinwagens noch am Unfallort verstorben sind. Standen Sachschaden in Höhe von ca. 110.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs blieben allerdings unverletzt. Der Fahrer befindet sich momentan in psychiatrischer Betreuung. Wie es danach weitergeht, liegt im Ermessen der Staatsanwaltschaft. Das kommt natürlich auch auf die bis dahin bekannten Ermittlungsergebnisse an. Alles Weitere wird sich aber erst nach der psychiatrischen Betreuung klären können. Die Altersstruktur und das angemietete Fahrzeug legen natürlich so einen Verdacht nahe. Dem wird auch nachgegangen. Unter anderem wurde, wie es in solchen Fällen üblich ist, ein Sachverständiger, ein Gutachter beauftragt. Tatsächliche Auskunft kann man derzeit aber noch nicht geben. Das wäre alles Spekulation. Also es gibt seelsorgerische Erstmaßnahmen. Inwiefern die einzelnen Gäste des Cafés davon betroffen sind, mag ich jetzt momentan noch nicht zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass sich da keiner in Gefahr befunden hat. Das Gebäude selber hat zwar einige Schäden davongetragen, die Leute im Inneren waren aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Es gibt da ganz klare Vorgaben. Der Unfalldienst wird den Unfall weiterhin betreuen, das heißt Ermittlungen anstellen. Man sucht vor allen Dingen nach Zeugen, auch im Hinblick auf diesen weißen Jaguar, ob es denn im Vorfeld dieses Unfalls, auch tagsüber im Stuttgarter Stadtgebiet, schon Leute gegeben hat, denen dieser Wagen vielleicht aufgefallen ist. Auch das wäre sehr interessant für uns und auch das würde die weiteren Ermittlungen natürlich betreffen.